Mein Kumpel Niklas lernt den Beruf des Konstruktionsmechanikers in Karstadt bei Schorisch Magers. Zusammen in der Berufsschule haben wir im ersten Lehrjahr dieselben Grundlagen gelernt für den Metallberuf. Ja, Robert ist ein guter Arbeitskollege, mit dem ich oft auch gern zusammenarbeite. Gerade Konstruktionsmechaniker und Werkzeugmechaniker stellen zusammen eine gute Verbindung dar. Die Arbeit mit CNC-Maschinen, also computergesteuerten Maschinen, ist sehr interessant, da man vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt das Material nach und nach abgetragen wird. Ich wollte eigentlich schon immer im handwerklichen Bereich arbeiten. Ich war schon immer jemand, der länger für Arbeiten gebraucht hat, aber nur um sie halt so perfekt wie möglich zu erledigen. Es ist das Feine und das Kleinste, was am interessantesten ist, weil es halt eine Herausforderung ist. Also Programmieren und die Arbeiten mit Computern und mit computergesteuerten Maschinen ist die Grundlage für die Zukunft, weil das uns davon abhält, uns durch Roboter ersetzen zu lassen. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, dass man handwerkliche Berufe macht, weil man wirklich sagen kann, so zum Beispiel, hey, das habe ich gemacht, so guck doch mal her hier. Auch von hier werden Produkte in die ganze Welt exportiert. Das ist einfach das, was es ausmacht, die Prägnanz, dass hier einfach Betriebe sind, die einzigartig sind. Und Firmen sind national und international bekannt. Und darauf kann man wirklich stolz sein. Was ich wirklich für die Zukunft plane, ist Meister zu werden oder eine Meisterausbildung durchzuführen. Ich freue mich schon darauf, wie die Zukunft wird.